Hallo, ich möchte euch heute noch was zeigen, und zwar diese nette Tasche. Das ist eine unserer 6 Taschen aus der Bionique Kollektion, und die ist natürlich gefüllt. Ja. Die hat normalerweise auch hier noch so ein goldenes, ich zeige euch mal, ist noch eingepackt, so eine goldene Kette, damit man sich die umhängen kann. Und wie gesagt, aus unserer Bionique Kollektion ist die, und die ist natürlich gefüllt, ne? Und weil die gefüllt ist, zeige ich euch mal, was da drin ist. Also, ihr könnt unter den Produkten teilweise wählen, das erkläre ich euch dann aber gleich. Und zwar starten wir mit unserem Primer, genau. Ich muss nur in die Tasche gucken, der Primer. Und dieser Primer, hallo, grüßt euch, schön, dass ihr zuschaut. Den trägt man als Grundierung aufs Gesicht auf. Und das habe ich natürlich schon im Vorfeld gemacht, weil der ein bisschen eintrocknen muss. Der Primer ist dabei. Dann ist natürlich die Foundation dabei. Guten Morgen, Birgit, schön, dass du zuschaust. So, hier, Foundation. Dann ist dabei ein Setting Spray und ein Setting Puder. Das habe ich aber leider nicht. Da könnt ihr dann auswählen. Ich mache das Ganze mit unserem Rosenwasser später. Das funktioniert nämlich auch sehr gut. Also wie gesagt, Setting Spray oder Setting Puder, das könnt ihr euch aussuchen. Und dann ist dabei, ich habe mir nebendran einen Zettel geschrieben. Und da steht das alles drauf. Ihr könnt dann wählen. Zwischen dem Luminizer Stick hier, das ist ein Highlighter, der ist jetzt in der Farbe Gold, den könnt ihr euch aber auch in der Farbe noch aussuchen, oder ihr wählt dieses, ich habe jedes Mal Probleme mit dem Setting Puder hier, mit dem Highlighter, da könnt ihr euch auch verschiedene Farben auswählen, ich habe mir immer die Farbe Weiß ausgesucht, weil die sehr schöne Kontraste setzt. So, da bitte ich euch vielleicht, wenn ihr möchtet, zu sagen, mit welchem wir arbeiten sollen, weil wir machen heute ein komplettes Make-up nur mit diesen Produkten. Und zum Schluss ist natürlich unser Bronzing Powder dabei. Da könnt ihr auch auswählen aus 3 verschiedenen Sorten. Ach, Farbnuancen. So, also wie gesagt, die Tasche und die Produkte, die ich euch gezeigt habe. Angefangen haben wir, wie gesagt, mit diesem Primer. Und dann geht es auch schon los mit der Foundation. Die tragen wir jetzt auf. Ich habe mein Spiegelchen. Das brauche ich natürlich. So. Und ich habe so ein nettes Haarband, damit mir die Haare nicht im Weg sind. Ich setze mal, guckt mal. Lila Brille. Huh? Ich bin total bi-unique. Und sogar auf den Fingernägeln, zeige ich euch auch. Hier, da, das könnt ihr sehen, auch lila. Oh, stellt es leider nicht so scharf. Egal. Also ich setze mir erstmal hier mein Haarband auf. Das hätte ich natürlich auch im Vorfeld machen können, aber ich dachte, ich mache das jetzt so auf die Schnelle. So, dann schütteln wir unsere Foundation kurz. Und tragen dann 5 kleine Tropfen auf den Pinsel auf. So. Und fangen an, uns die Punkte ins Gesicht zu setzen. Ihr seht, ich habe einen tollen Pickel hier. Den verarbeiten wir jetzt auch. Den machen wir auch unsichtbar. Und wenn ihr gestern zugeschaut habt, wisst ihr auch, dass solche Sachen verschwinden. Weil wir haben nämlich, ich habe mir gestern ja Kajal auf die Backen gemalt. Und euch zu zeigen, wie unsere BB abdeckt und wie unsere Foundation, die ich gerade benutze, abdeckt. So.
So, und habt ihr euch schon entschieden, ob wir mit dem Luminizer Stick, also mit dem mehr Goldton, arbeiten sollen oder ob wir das weiße Puder nehmen sollen? Es wäre schön, wenn ihr dazu was schreiben würdet. Weil dann könnte ich das nämlich auch mal euch überlassen zu entscheiden. Dafür seid ihr ja auch mit da, wenn ihr wollt. Ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken vorher. Bei uns ist schon, ja, schon wieder Sonnenschein. Und ich habe hier eine kleine Fliege, die mich ständig besucht und um mich rumschwirrt. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu zucke und versuche, die Fliege platt zu hauen. So. Ich habe die Videoeinstellung heute ein bisschen größer gemacht, weil immer, wenn ich das Video dann im Nachgang sehe, dann ist es irgendwie größer. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Und jetzt probiere ich einfach mal aus. Also ich sehe gerade, dass hier ein Teil von meinem Kopf fehlt. Aber egal. Schauen wir mal, ob das im Nachhinein dann anders zu sehen ist. So, jetzt haben wir die komplette Foundation aufgetragen, sind damit also fertig. So, und ich habe die Fliege hier. Achtung. Ah, Mist, nicht getroffen. Gut. Lassen wir uns davon nicht beirren. Wir gehen weiter mit dem Bronzer. Den Bronzer nutzen wir heute für die Augen und für die Konturen. Und setzen uns hier auch noch eine Kontur. Wir fangen an mit den schönen Seitenkonturen. Und zwar gehen wir unterhalb wie immer an den Wangenknochen und ziehen uns die hier so hin und verblenden die ein bisschen nach oben hinaus. Das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite. Und ihr dürft die, wie gesagt, nicht bis vorne an den Mundwinkel ziehen, sondern ungefähr da, wo eure Zähne hier hinten anfangen. So. Wer eine hohe Stirn hat, der kann sich hier oben auch noch hinmachen. Das sieht auch gleichzeitig noch ein bisschen frischer aus. So. Wer so ein tolles Doppelkinn hat wie ich, der setzt sich hier unten noch eine Linie. Verschwindet das ein bisschen. So, schaut mal. So, den werden wir auch für die, wie gesagt, für die Augen benutzen. Ja, für die Augen. Und zwar, ich bin gerade am Überlegen, ob ich erst die Highlighter setze, aber ich mache erst die Augen fertig. So. Wobei, ihr habt mir ja nicht gesagt, welchen Highlighter. Wir benutzen die jetzt beide, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Also ihr, wie gesagt, ihr könnt eins von beiden wählen. Und dann fangen wir doch erst mit den Highlightern an, weil wir werden highlighten . Ich arbeite mit dem Puder jetzt. Hier oben. So, dann auf der Nasenspitze ein bisschen. Und dann werden wir hier highlighten. Das machen wir mit dem hier. So,
Und ich sag euch schon mal 42 Euro. Auch 42. Das Setting Spray liegt auch bei 42 Euro. Ich habe keine Brille auf, ich sehe mein Teil hier nicht. Dieser Luminizer Stick oder das Puder auch. Und wenn ihr das alles ausrechnet, seid ihr bei über 202 Euro. Und es kostet aber gar nicht so viel, unser Angebot. Ihr braucht nur 172 zu zahlen. Also ihr habt über 30 Euro Ersparnis, wenn ihr euch für so ein Set entscheidet. Und dann könnt ihr euch theoretisch für 30 Euro noch was anderes dazu kaufen. Oder ihr nutzt es einfach und spart 30 Euro. So, jetzt werden wir hier hingehen, nehmen ein bisschen von dem Stick ab und geben uns das auf die Augen. Das kann man nämlich auch wunderbar als Augen-Make-up benutzen. So. Das Ganze machen wir noch schnell auf der anderen Seite. Man könnte es jetzt auch mit den Fingern auftragen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe eh lange Fingernägel. Dann hängt das Produkt unter den Fingernägeln, was wir ja vermeiden wollen. So. Jetzt werden wir hier den Stick wieder zuschrauben. Und jetzt gehen wir in unser Bronzing Powder. Das können wir nämlich auch wunderbar als Lidschatten benutzen. Hier gehe ich, muss erstmal kurz den Pinsel ein wenig ausstreichen und dann gehen wir in diese dunkle Farbe hinein. Und setzen die uns hier hinten hin. Und ihr seht schon, da kann man mit solchen Produkten nur 5 Stück an der Zahl super ein Tages-Make-up zaubern. Ich mache das extra für euch noch so ein bisschen kräftiger, damit ihr nachher seht, dass wir das auch wunderbar noch verblenden. So, mein Tisch ist immer, ihr seht das auch schon so ein bisschen, von hier kommt die Sonne. Von daher sehe ich natürlich hier nicht ganz so viel, ob das so kräftig ist, weil einfach die Sonne drüber fällt. So. Jetzt nehmen wir unseren Pinsel und werden das noch ein bisschen ausblenden. Da war wieder die Fliege. So, schaut mal. So, und dann nehmen wir zum Schluss, wie gesagt, ihr könnt entscheiden zwischen einem Setting Spray oder einem Setting Puder. Beides, wie gesagt, habe ich noch nicht da. Ich nutze unser Rosenwasser. Und fixiere dieses Make-up ein bisschen. So, und jetzt kommt ein Auto. Ich bin ja gar nicht neugierig. Und ihr seht, Tages-Make-up erledigt. Perfekt. Ah, die Müllabfuhr kommt. Wie gesagt, 172 Euro statt 202. Ihr habt, wie gesagt, ich stelle es euch nochmal vor. Den, nein, das ist ein großer Lastwagen. Aha. Okay, egal. Ihr habt hier völlig außer Rand und Band den Primer. Ihr habt hier die Foundation. Ihr bekommt den Bronzer. Das Setting Spray oder Puder.
und den Luminizer Stick oder das Pulver. So, jetzt habt ihr alles gesehen. Ich bin fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, gell? Macht's gut. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Toll.